So, meine Damen und Herren, dann machen wir mit Kapitel 16 weiter und auch das letzte Rennen der Season. Brian, Kaspar, Cassie Boy. Cassie Boy? Großer Tag heute. Gewaltiger Tag. Entschuldigung. Das letzte Rennen deiner Karriere. Auch eine 10. Ich weiß nicht, ich schätze. Also ich bin total aufgeregt, das kannst du mir glauben. Wie ein Kind an Heiligabend. Weil ich zurücktrete? Du wirst heute großartig fahren, das habe ich im Gefühl. Das wird phänomenal. Denk einfach dran, was ich dir beigebracht habe. Und was genau war das? Du Witzbold. Du wirst mir fehlen, Kaspar. Lass uns deine Karriere mit einem großen Knall beenden. Aber nicht wortwörtlich. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Zeig sie ihnen, Kaspar. Bye. Hallo? Hey, Kaspar. Wie geht's dir? Gut, nur ein bisschen. Traurig? Ja, vielleicht. Wie geht's Lilly? Gut. Wir gönnen uns gerade ein frühes Mittagessen. Willst du mit Papi reden? Warum fährst du keine Rennen mehr, Papi? Naja, dein Papi geht in den Ruhestand. Kann ich auch in den Ruhestand? Dafür musst du erst arbeiten, Lilly. Hey, wer ist dein Lieblingsrennfahrer? Ich mag Aiden. Aiden? Was? Hat Mami gesagt, du sollst das sagen? Kann ich nochmal mit ihr sprechen? Aiden Jackson. Tschüss, Papi. Nein, warte. Einen Moment noch, Lilly. Hallo? Aiden Jackson. Ja, irgendwas hast du im Leben falsch gemacht. Ab zum Rennen. Am Renntag. Oh. Bitte lass es maximal nur 25% Rennen sein. Diese Strecke ist für ihre 1,2 Kilometer lange Gerade bekannt, die eine fantastische Gelegenheit für Überholmanöver bietet. Aber Vorsicht, direkt dahinter lauern zwei schwierige Kurven. Der Yas Marina Circuit ist 5,4 Kilometer lang und wartet mit 21 Kurven und zwei sehr langen Geraden auf. Die DS-Zonen vor den Kurven 8 und 11 bieten gute Überholmöglichkeiten. Die Strecke verfügt aber auch über einige tückische Kurven. Insbesondere Turn 15, 16 und 17 haben es in sich. Da werden die Bremsen oft auf harte Proben gestellt. Aston Martin könnte Alfa Romeo heute einholen, aber das wird ein hartes Stück Arbeit. Bist du immer noch überrascht, dass sie so gut abschneiden, Stefan? Ehrlich gesagt, ja. Man muss nur daran denken, wie sie letzte Saison abgeschnitten haben. Oder an die Reibereien in Kanada. All diese Feindseligkeiten auf und abseits der Strecke. Die zwei sind einfach nicht miteinander ausgekommen. Ich hatte sie schon abgeschrieben. Ja, sie haben uns wirklich überrascht, diese zwei von Aston Martin. Aber es kann auch gut sein, dass sie beide nächste Saison nicht mehr in diesem Team sind. Stimmt, für Ackermann ist das heute das letzte Rennen. Ich werde ihn auf jeden Fall vermissen und es heißt auch, dass Jackson mit Mercedes verhandelt. Also ja, wer weiß. Im Hinblick auf die freie Stelle nächste Saison hält sich Mercedes immer noch ziemlich bedeckt. Angeblich wurde noch keine Entscheidung getroffen, man will erst abwarten, wie die Saison ausgeht. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens, so sieht die Startaufstellung aus. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Valtteri Bottas steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Perez, Pierre Gasly und Fernando Alonso. Leclerc, Butler, Norris und Carlos Sainz. Tsunoda, Ackermann, Aiden Jackson und Giovinazzi. Mazepin, Ocon, Daniel Ricciardo und Mick Schumacher. Latifi und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Ich. Wir sehen heute viele Überholmanöver von Ackermann und hier noch ein spektakuläres. Warum will der denn bloß aus der Formel 1 zurücktreten? Und was passiert hier? Sieht aus, als wäre Giovinazzi aus dem Rennen.
Oh. Wir wissen nicht genau, woran es lag, aber das könnte eine sehr gute Gelegenheit für Aston Martin werden. Denn Devon Butler muss nun ganz alleine gegen die Konkurrenz ankämpfen. Und er scheint einen schlechten Tag zu haben. Hier und da schleichen sich viele ein und seine Bremsen blockieren. Es ist noch alles offen. Quicker than Butler now, Casper. Outstanding work. We've got a chance here. Verstanden. Let's make that push. We're all behind you. Alles klar. Überhole Butler vor Runde 9. Evans currently in sixth place, P6. Gap to car in front is 2.2 seconds. Well, they're not far ahead now, Cass. Keep on it. Devon is directly ahead of you. Martin hat hier die Chance, sich überraschend gegen Alfa Romeo durchzusetzen, denn Ackermann liegt vor Butler und Jackson ist auch nicht allzu weit davon entfernt. Und weiter geht's. Butler schließt zu Ackermann auf und versucht, den Platz zurückzuerobern. Was wird er machen? Butler bremst spät auf der Innenbahn und es gibt Kontakt. Extrem aggressive Aktion von Devon Butler. Beide Autos drehen sich von der Strecke. Butler knallt in die Mauer und das Rennen dürfte für ihn gelaufen sein. Ja, viel zu aggressiv und er hat zu spät gebremst. Ich glaube, die Rennleitung wird sich das nach dem Rennen nochmal ansehen. Aber der Wagen von Aston Martin bewegt sich noch. Offenbar will der Holländer weitermachen. Was denkst du, Stefan? Schön zu sehen, dass er nicht aufgibt, aber er hat viel Schaden genommen. Allerdings gibt's auch noch Punkte zu holen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das wird er sich auch denken. Aber schafft es Ackermanns Aston Martin ins Ziel? Alles okay, Kasper? Meinen Daten zufolge ist der Wagen stark beschädigt. Alles okay. Ich fahr weiter. Butler ist aus dem Rennen. Ja, Butler ist raus. Wir haben eine Chance. Jackson holt schnell auf, Kasper. Okay. Du musst dir den Dritten holen, Aiden. Verstanden. Dritter. Was ist mit Kasper? Wir lassen Aiden vorbei? Ja, lass Aiden durch. Tu, was du kannst, Kasper. Wie geht's dem Auto? Alles okay. Kannst du Aiden was ausrichten? You need to pass Casper, Aiden. Verstanden. He says you'd better get on that podium. Und damit hätte das Team den vierten? Maybe, if Casper's car holds out. Dann sehe ich mal zu, dass ich aufs Treppchen komme. The gap to the car ahead is 4.1 seconds. Let's fucking go, bitch.
Logik, ne? Wieso dreht er sich da weg? A new fastest lap of the race. Der Pöller ist aber stehen geblieben. Moved into P2, that's P2 now. Teammate behind is 12.2 seconds.
have 5 laps of fuel remaining. Komm, Ackermann wird doch bestimmt noch an Bottas vorbeikommen. There's 3 laps of fuel remaining. Jetzt ist er vorbei. Jetzt ist Bottas wieder. Jetzt ist er wieder. We're leading our teammate by 42.9 seconds.
fastest lap of the race. Keep this up. Da sind wir doch in der letzten Runde. Das Feuerwerk. Und sie haben es geschafft. Was für eine Saison für Aston Martin. Noch vor ein oder zwei Rennen hätte ich niemals damit gerechnet. Aber sie haben am Ende den vierten Platz in der Konstrukteurs-WM geholt. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, werden sie natürlich den jungen Aiden Jackson nur sehr, sehr ungern gehen lassen. Was für ein Talent ist das? Und für Kasper Ackermann, der nach dem bösen Zusammenstoß mit Butler wieder ins Rennen gefunden hat, war es ein tolles Ende einer sagenhaften Karriere. Was für ein Rennen hier in Abu Dhabi. Danke, Mann. Danke. Hey. Kasper, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Hast du den Unfall gesehen? Nein, was ist passiert? Sieh's dir lieber selbst an. Geht's Butler gut? Besser als seinem Ego. Ich wollte dir jedenfalls nur gratulieren und mich von allen verabschieden. Es war mir eine Ehre. Wir sehen uns später. Dann feiern wir. Bleib doch noch. Nein, nein, nein. Ach komm, was sollen die schon machen? Dich bestrafen? Das ist nicht nur mein Sieg, Kasper. Sondern unserer. Wahnsinnsrennen. Ja, Wahnsinnsrennen. Für einen Moment haben wir uns richtig Sorgen gemacht. Oh, Brian, habe ich dich jemals enttäuscht? Soll ich das wirklich beantworten? Lieber nicht. Hey, war mir ein Vergnügen. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Du hattest eine starke Karriere. Kasper! Ich glaube, dein Typ wird verlangt. Kasper! Kasper! Und jetzt raus mit dir, Mann! Du hast es dir verdient! Thank you.
So, meine Damen und Herren. Und an dieser Stelle holen wir uns noch mal kurz. Lohnung hier ab. Ja, bedanke ich mich fürs Zugucken. Somit haben wir komplett F1 2021 die PS4-Version komplett abgeschlossen. Und ja, somit wird das auch das Spiel komplett eingestellt. So dass, wie gesagt, jetzt von der Story jetzt ja PS4-Version nächstes Mal kommt. Es kann in Zukunft vielleicht über nächsten Wochen, nächsten Tagen, Wochen oder Monaten vielleicht noch so vereinzelt 2-3 Folgen in einer anderen Playlist nochmal kommen, wo wir nur 3 drin sind. Aber ansonsten, vielleicht aber auch gar nichts, aber ansonsten, wie gesagt, war es das zur PS4-Version von Formel 1 2021. Somit wird auch Formel 1 2021 die PS4-Version komplett eingestellt, so dass ich mich die nächsten Tage um die PS5-Version kümmere, bezüglich ein paar Folgen aus der MyTeam-Karriere und halt denn dementsprechend dort nochmal die Karriere spiele. Ich werde auch gucken, ob ich die Speicherstände gegebenenfalls der PS4-Version auf die PS5 übertragen kann. Wenn ich es übertragen kann, ist gut. Wenn ich es nicht übertragen kann, fangen wir da halt dementsprechend bei 0 an. Aber meine Damen und Herren, an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich fürs Zugucken. Und wir werden uns dann nächstes Mal wiedersehen, wenn es heißt Formel 1 2021, die PS5-Version.